Hallo, hier auf einem wunderschönen Stellplatz Südsachsen, Park for Night, klar, wo sonst. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, über meine Videos. Welchen Fehler kann man beim Wohnmobilausbau machen? Weil ich bekomme auf meine Videos immer wirklich relativ viele E-Mail-Anfragen zu dieses oder jenem. Und daraus ist etwas entstanden, was so eine kleine Serie jetzt wird. Wohnmobilausbau, grundsätzliche Fragen. Und ich habe das überschrieben, welchen Fehler kann man beim Wohnmobilausbau machen? Ich sage Ihnen, gar keinen. Ihr könnt keine Fehler machen. Es gibt nur einen Fehler, den ihr machen könnt, ist nicht anzufangen. Nicht anzufangen, das zu verwirklichen, was euer Traum ist. Ich habe Anfang der 90er Jahre im Fernsehen so eine Serie gesehen über so ein junges Pärchen. Die hatten sich ein Unimog 404, glaube ich, war das, mit Kabine selbst ausgebaut und sind dann durch Afrika gefahren. Die beiden waren aus Buchloe, kann mich noch erinnern. Und ihr Fahrzeug hieß Cut-Cut. Also es hat sich so in mein Gehirn eingeprägt, dass ich selbst nach 30 Jahren das immer noch vor Augen habe, wie die da gefahren sind. Ich habe es auf VHS aufgenommen und habe das immer noch zu Hause bei mir zu liegen. Und das ist der Fehler, den ihr machen könnt. Einfach zu warten. Als das damals ausgestrahlt wurde, dachte ich, das musst du auch tun. Du wirst jetzt dir einen Unimog besorgen und dann fängst du damit an. Habe ich sogar gemacht. Ich bin dann losgefahren, habe versucht, so einen Bundeswehr-Unimog zu bekommen. War auch relativ einfach gewesen, diese Eckchen damals zu bekommen. Kosteten 10.000, 15.000 D-Mark, also war nicht die Welt gewesen, nicht so wie heute. Und sogar Probe gefahren. Dann ist aber alles dazwischen gekommen. Firma, Ausbau und Reise, Geschäftsreisen, all diese ganzen Dinge, die man so im Leben macht, wo man der Meinung ist, es ist wichtig. Und dann habe ich aber nach 30 Jahren gemerkt, das war alles gar nicht wichtig gewesen. Das war alles nur ein Weg dahin, wo ich jetzt bin. Und dann habe ich mir vor 3 Jahren, war das gewesen, ist es 3 Jahre her, habe ich dann mit meiner Frau mich zusammengesetzt und Entschluss gefasst, wir bauen ein Wohnmobil aus. Und dann haben wir das auch getan. Und wie gesagt, der einzige Fehler, den ihr machen könnt, nicht auszubauen. Weil dieser Fehler ist nicht reversibel. Ob ihr einen Fehler bei der Elektrik macht oder beim Wasser oder beim Schrank, alles reversibel. Könnt ihr alles wieder umbauen, nicht? Also könnt ihr auf Null setzen, könnt ihr so machen, wie ihr es haben wollt. Aber ihr könnt nicht die Zeit zurückholen, die ihr versäumt habt. Das funktioniert nicht. Und deshalb werde ich jetzt zu grundsätzlichen Fragen beim Wohnmobilausbau einfach so eine kleine Serie machen. Ist es denn notwendig, dieses zu tun oder jenes zu tun? Welche Tonnage muss ein Fahrzeug haben? Wo fahre ich überhaupt hin? Welche Elektrik, welche Notwendigkeiten brauche ich für Elektrik, für Wasser und diese ganzen Dinge? Ja, mein Kleiner, was hast du denn? Hm? Du willst, na komm, mein Kleiner, ja. Das ist mein Neuer, ist das. Wir haben noch einen Großen und das ist ein Jack Russell, soll das mal werden. Ist schon einer, wird auch noch einer. Dem ist jetzt kalt, dem friert jetzt ein bisschen. So, und diese grundsätzlichen Dinge werde ich in so einem Video jetzt, in den Videos, die ich jetzt machen werde, beantworten. Natürlich, dass du auch ein paar Ausbauvideos, ein paar Reisevideos, klar, keine Frage. Vorbereitung unserer großen Reise nächstes Jahr. Gibt es eine Überraschung, was das werden soll, wo es hingeht. Und ja, schön wäre es, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Ist für den Algorithmus bei YouTube, werde ich weiter vorne gelistet. Können sich diese Leute ein paar mehr Sachen angucken bei mir. Ne? Also schönen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Bis zu den nächsten Videos. Tschüss.